Hi Leute, ich werde mich mal in Zelle setzen, damit es nicht allzu dunkel ausschaut. So. Ich werde nur schnell mein Handy anstecken. Warte kurz. So. Jeder, der mich auf Facebook, auf YouTube verfolgt, weiß, dass ich heute ein ziemlich heftiges Video hochgeladen habe und es werden demnächst auch noch mehr folgen. Da ja unbedingt YouTube meint, die müsste die Arbeit von einer ganzen Nacht vernichten und einfach so, weil es ihnen nicht passt. Ja, ich habe gesagt, YouTube wird mich nicht aufhalten. Weder auf YouTube noch hier auf Facebook. Und wenn es Facebook mich kickt oder YouTube mich kickt, kein Problem. Dann gehe ich halt auf YouNow oder andere Sachen auf online und werde da halt meine Sachen freien Mut. Ich weiß nicht, wie man das hat. Warte kurz, ich muss schnell jemanden schreiben. Auf das Thema YouTube zurück. Wie ihr wisst, bin ich ja Wrestling-Fan und das schon seit über 20 Jahren. Und ja, ich hatte gestern ein Video aufgenommen, hatte erst Probleme, weil ich musste meinen alten YouTube-Kanal löschen. Die Gründe sind egal, ich musste einfach erstmal löschen. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, mach einen neuen. Dann hatte ich erstmal Probleme, weil sie meinen Videos einfach gecancelt haben, gelöscht haben, Monetarisierung gestrikt haben und keine Ahnung. Aber jetzt mal davon weg. Ich hatte mir gestern auf alle Fälle Heidenarbeit gemacht mit dem Video. Warte kurz, jetzt probiere ich euch kurz hinzustellen. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass das Handy umkippt. Ja, wie gesagt, ich hatte gestern Probleme mit ein paar Sachen. Dann habe ich ein neues Video aufgenommen, wo ich weder geflucht habe noch sonst irgendwas gemacht habe. Ich habe keine Fluchen, ich habe von mir jegliche Stimme rausgenommen, ich kann mich nicht entstellen, ich muss mich in der Hand halten. Ja, wie gesagt, jegliche Stimme von mir rausgenommen, habe die Musik rausgenommen von WWE, damit sie mich deswegen nicht anfacken können. Wegen 20 Sekunden Intro haben sie mir das Video gelöscht. Wegen den 20 Sekunden Intro, was ich da hatte. Mit der Begründung, dass die WWE nicht gefällt und bla 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 und dass sich da angeblich irgendwelche Richtlinien verstoße, bla bla bla. Ich habe den YouTube angeschrieben und habe bis jetzt noch keine Antwort. Und deswegen habe ich mir vorhin gedacht, ich mache das YouTube-Video. Wenn ihr es sehen wollt, ich kann euch gern den Link zu meinem YouTube-Kanal geben. Damit könnt ihr es euch angucken. Würde mich freuen, wenn ihr das. Ihr müsst es nicht liken, aber zumindest weiter teilen. Das wäre schon recht nice. Gino, hi, Lisa Lederer, hi, falls ihr noch zuschaut oder ich euch schon langweile. Dann zu den ach so guten Freunden. Ich weiß nicht, was für manche Leute das Wort Freunde beinhaltet, aber für mich beinhaltet sowas, dass man zueinander hält und dass man, egal was ist, mit einem anderen redet oder nicht. Ich habe halt lange überlegt, ob ich das Thema anschneide. Ich habe halt lange überlegt, ob ich auf Facebook live gehe, weil ich solche Live-Sachen weiß, überhaupt nicht mag. Aber ich denke, es ist mal wieder angebracht, ein bisschen Dampf abzulassen. Und was ist die beste Plattform dafür? Natürlich nicht Facebook, aber okay, ich sollte vielleicht erst mal in WhatsApp schreiben, wenn ich online gehe. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil das wäre dann Niedermachen in der Öffentlichkeit und das mache ich nicht. Aber die Leute, die mich kennen und unbedingt ohne Vorankündigung einfach blockieren müssen, ist okay. Macht weiter so. Aber ihr seid einfach nur erbärmlich. Es sind jetzt nicht gegen die Leute, die zu mir halten. Es sind einfach gegen die Leute, die unbedingt dachten, die müssten mir an die Karre pissen. Ich habe, wie gesagt, ich bin nicht gerade
der leichteste Charakter, mit dem man umgehen kann. Okay? Aber mich einfach zu schreiben, ciao, und dann zu blockieren und das ohne Vorankündigung, ist schon ein bisschen erbärmlich, finde ich. Ja, ich bin heute etwas zu really pissed, ja. Also ich bin heute etwas. Entschuldigung, habe ich. Ja, ich habe wieder längere Haare. Worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich habe nichts dagegen, dass irgendwer was gegen mich hat. Das kommt vor. Man kann nicht mit jedem. Aber was mir extrem an den Strich geht, ist einfach das, dass man du sein verfickte Fresse nicht aufmacht und mit mir redet. Ich meine, ich bin nicht der Typ, der gleich zuhört. Ich höre mir auch gerne Meinung an. Ja. Aber mich schon von Haus aus zu hassen, ohne dass man mich wirklich kennt oder irgendwelchen Leuten, anderen Leuten zu vertrauen und dann mich zu blockieren, sowas ist schon richtig pisst, finde ich. Ich habe einen ganzen Tag, ich bin heute eigentlich relativ gut aufgewacht, habe auch einen relativ guten Start in den Tag gehabt, habe mit meiner Mom drüben Kaffee getrunken, habe eine geraucht, habe ganz in Ruhe geredet, wir haben uns die bezaubernde Genie angeguckt und haben gelacht. Danach sind wir wieder jeder, dann bin ich hier zu mir. Und warum ich heute so pisst bin, hat eigentlich damit zu tun, dass ich heute von einer sehr guten Freundin ein Video gesehen habe über den Mert, glaube ich, nennt das sich auf YouTube. Das ist so ein arrogantes Stück Scheiße. Also nichts, also mit arroganten Leuten kann ich ja umgehen, aber ich habe was gegen Leute, die gegen, ja, es gibt halt Frauen, die auf Frauen stehen, es gibt Männer, die auf Männer stehen. Ich habe nichts dagegen. Solche Leute gibt es auch. Und er, ich will gar nicht wiederholen, was er gesagt hat, weil sonst koche ich wieder vor Wut. Aber dieser Typ, den Typen zum Beispiel, da sperren sie das Video nicht. Meine Videos, wo ich nichts sage, wo ich das Spiel kommentiere, das sperren sie. Nur wegen 20 Sekunden WWE-Intro? Wow. Vor allem, ich verstehe es nicht. Ich habe das Spiel rechtmäßig erworben. Ich habe es bezahlt. Ich habe es bestellt, ich habe es bezahlt und bei mir steht es im Regal. Ich habe nichts irgendwie illegal erworben. Und jetzt müssen sich doch immer irgendwelche Leute denken, die könnten mir deswegen an die Karre pissen. Also nochmal, liebes YouTube, falls du zusiehst, was ich bezweifle, fick dich. Ich werde diesen Livestream auf Facebook lassen. Also jeder, der verpasst hat, den Anfang, kann es sich gerne nochmal angucken. Ich will jetzt nicht arrogant rüberkommen oder so, aber ich stecke scheiß viel Arbeit in meinen YouTube-Kanal oder habe ihn in meinen alten YouTube-Kanal gesteckt. Ich bin meistens nächtelang wach gewesen, um die Videos zu bearbeiten, hochzuladen und zu schauen, ob alles passt. In meinem alten Kanal stecken 2 Jahre Arbeit. Und der ist einfach futsch, habe ich mich drüber aufgeregt. Ja, ein bisschen, aber für mich. Jetzt lade ich heute, wie gesagt, ein Video auf meinen neuen hoch. Und die sperren mir das Video einfach. Es ist ja nicht nur so bei mir, es ist bei Gronkh so, es ist bei, wo war das jetzt? Bei Schauerland, den haben sie den Kanal gesperrt, der ist jetzt wieder offen, aber trotzdem. Ich habe keinen Bock, mich da mit irgendwelchen kleinen Pennern da anzulegen und, warte mal, ich muss euch hinstellen, weil sonst kriege ich einen Krampf im Arm. Wie gesagt, jeder, der gerne zu mir stehen will, also der sich wirklich ein guter Freund ist, der kann gerne bei mir bleiben. Alle anderen, die anders denken, würde ich mich doch wahnsinnig freuen, wenn sie sich aus meiner Freundesliste entfernen. Jetzt mal nett ausgedrückt. Ich bin es leid, dauernd der Nett, der Liebe, der Brave zu sein, weil ich für jedes von dem, was ich auch immer gemacht habe, immer einen Arschtritt gekriegt habe. All die Jahre war ich für irgendwen da. Es hatte schon in meiner Lehre angefangen. In meiner Metallerlehre. Ich habe zu jedem irgendwie angehört und habe, ja, dass der Chef scheiße war, nicht der Polier, den ich hatte. Nee, der war okay, der oberste Chef war ein Arsch. Na gut, ich habe nicht wegen ihm gekündigt, habe wegen der Frau gekündigt, andere Sache. Aber jetzt auch im Warmus. Jeder, der das Warmus kennt, jeder, der da gearbeitet hat, weiß, dass das Warmus komplette Scheiße macht. Ich könnte über Warmus so viel erzählen, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen und außerdem habe ich keinen Bock dazu. Ich gehe jetzt auch wieder offline, weil ich muss noch ein paar Sachen machen. Ich danke jedem, der zugesehen hat und ich wünsche euch noch wiederum einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, denn die Leute, die gerne bei mir bleiben wollen, die mich öfter live sehen wollen,
würde mich freuen, wenn du mir ein Däumchen da lässt. An diejenigen, die gehen, stört mich nicht mehr. Sollen sie gehen, sollen sie ihr eigenes Leben führen, mir egal. Nur ich würde dann doch bitte. Nein, ich bitte. Geht doch einfach, bitte. Wenn ihr denkt, ihr müsstet. Danke, Alisa, kleine. Danke, danke, danke. Okay, jetzt ist egal. Ich wollte den Namen eigentlich nicht nennen, aber okay, jetzt nenne ich mal einen Namen. An den lieben Herrn Hermann Sommer. Er möge sich doch bitte auch aus meinem Leben raushalten. Egal was ist, er soll auch nicht mehr wiederkommen. Weil einfach zu schreiben, ciao, und mich zu blockieren und das ohne Vorankündigung oder irgendwas, sowas ist echt arm. Ach so, und als kleine Ankündigung, wenn ihr Probleme mit irgendwen habt, sagt es mir und ich mache ein öffentliches Video draus. Weil ich habe mir vorgenommen, jetzt definitiv etwas härtere Videos zu machen. Nicht mehr so ein auf, ah, die Welt ist schön, bla bla bla. Nee, sehe ich nicht ein. Ich komme jetzt auf Facebook alle 2 Tage live. Wann genau? Die Zeiten werde ich euch noch sagen, außer am Wochenende, wenn ich zu meiner Tochter fahre. Aber sonst werde ich doch alle 2 Tage live gehen und mit euch ein bisschen quatschen. Wäre cool, wenn ihr wieder öfter vorbei, also wenn ihr wiederkommt beim nächsten Mal. Und wer den Link zu meinem YouTube-Kanal noch nicht hat, der soll sich bitte bei mir privat melden. Den schicke ich euch dann. So, ich sage dann nochmal danke an alle, die zugesehen haben, an alle, die mir zugehört haben. Und wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Tüdelü.